Hey, ich bin ja heute in Schwerin auf der Berufsmesse Jump In und nehme euch dort einfach mal mit. Warum hast du dich für ein duales Studium bei der Agentur für Arbeit entschieden? Ja, also zuerst einmal fand ich es total cool, dual zu studieren, dass ich nicht nur von meinen Eltern abhängig bin finanziell. Also großer Aspekt das Finanzielle. Aber gerade das Studium hier bietet auch viel die Möglichkeit, einmal die soziale Ader mit einzubringen, aber auch viel Wirtschaftliches. Also ist schon ein sehr breit gefächertes Spektrum, was wir hier haben, und das macht auch Spaß. Welche Vorteile bietet die Agentur für Arbeit im Rahmen eines dualen Studiums? Ja, also als erstes, ein Grund, warum ich es noch ausgewählt habe, ist zum Beispiel, dass wir die Möglichkeit haben, ein Auslandspraktikum zu machen, und zwar für 4 Wochen, oder ein Betriebspraktikum. Also wann hat man schon mal die Möglichkeit, während des Studiums noch mal ins Ausland zu gehen? Das ist natürlich echt cool. Und wir haben da auch die freie Auswahl, und natürlich Vorteil ist auch das Geld, ne? Also, dass man finanziell unabhängig ist. Ja, was muss man mitbringen? Welche Voraussetzungen braucht man? Ja, also ganz wichtig ist auf jeden Fall, dass man mit Menschen arbeiten möchte. Also wir haben ja täglich Kundenkontakt, beziehungsweise auch gerne im Team zu arbeiten. Also es ist schon ein großer Teil dieses Berufs. Und ja, einfach ein allgemeines Interesse, dass man nicht nur sich für das Soziale interessiert, sondern natürlich auch viel wirtschaftlich und vor allem für den Arbeitsmarkt. Ne? Wir sind schließlich die Arbeitsagentur. Was erwartet dich nach deinem Studium? Ja, also ich habe dann auf jeden Fall den Bachelor als Abschluss, den Bachelor of Arts. Und kann dann in den verschiedenen Agenturen und Jobcentern eingesetzt werden und habe auch die Aussicht auf eine feste Übernahme in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis und einen sicheren Arbeitsplatz. Dankeschön. Bitteschön.